Hallöchen und herzlich willkommen bei Warlock, der Master of the Acne. Der Acne. Master of the Acne. Die Folge fängt schon mal super an. So. Theoretisch hier haben wir alles erforscht. Leider sehe ich diese blöde Karte nicht, weil da so ein komischer Bug ist. Jedes Mal, wenn man aus dem Fenster rausgeht, ist die Karte weg. Aber okay. Gegen die machen wir keinen Schaden eigentlich. Gegen die rachsüchtigen Geister. Der zweite Geist müsste bald weg sein. Hier in einem Zertü-Town können wir noch ein Gehöft bauen. Warum bauen wir eigentlich Gehöfte? Ich weiß es nicht. No, sorry. Today we will not make a peace. Hier einfach mal weiter angegriffen. Und da ist noch ein Gegenstand, den ich haben möchte. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich ihn haben möchte. Aber warum denn eigentlich nicht? Hier mal die Drehmer-Steinewerfer angegriffen. Okay. Denken, dann fragen. Denken, dann fragen. Ich würde erstmal angreifen und danach denken. So. So. Hier die Drehmerkrieger auch mal besiegt, wenn wir schon dabei sind. Und hier Dämonengehölz mal ein bisschen Pfeile reingeschossen. Nicht viel, aber immerhin. Gehöft gebaut. Und jetzt schön fleißig weitergehen. Ja, greift mich ruhig an. Ist mir egal. Wir sind stark genug, um das auszuhalten. Und im Notfall haben wir ja noch die... wie heißt's? Elementare Wiedererweckung. Ich habe gerade gedacht, da kommt irgendeine Meldung. Aber anscheinend ist dem nicht so. Und woher kommt hier das Einsiedlerhaus? Wenn ich das wüsste. Ach so, da steht's. Gefährliche Bestien. Aber im Grunde ist mir das relativ egal. Weil warum sollen wir uns jetzt noch weiter um die kümmern? Wenn die uns nicht stören. Also die stören uns jetzt zum Beispiel. So. Hier. Wieder Gold gefunden. Der Nacht. Hier nach Totentor. Ja. Ja. Und. Du könntest eigentlich mal eine Heilung vertragen. Eine große Heilung. Wo ist der andere Feuerelementar? Da ist er. Was ist das? Heiliger Boden, aber auf dem Frostwald. So. Okay. Was machen wir hier jetzt? Einfach weiter den willenlosen Zombie angegriffen. Weil was anderes können wir im Grunde nicht machen. Hier, erste Hilfe. Willenloser Zombie angegriffen. So, bist du jetzt tot? Tatsache, den zweiten rachsüchtigen Geist haben wir jetzt auch los. Und hier mal weiter Vampire angegriffen. Hier ziehen wir uns ganz leicht zurück. Ja, ist gut. Na, der ist nicht tot. Was ist denn das? Okay. Wann habe ich angefangen mit der Folge? Ich glaube jetzt vor kurzem. Ja, greif mich an. Ist alles nicht so schlimm. Okay, das ist schon schlimmer. Aber den rachsüchtigen Geist müssten wir auch bald weg haben. So. Zertü Town. Noch ein Gehöft. Weil wir es können. Stolz und bereit. So, Werwolf angegriffen. Noch mehr Krakön. Krakön, du kommst wieder nach Birn-Odins Dorf. Und ich habe jetzt keine Lust mehr. Dann werden wir jetzt mal die verlorenen Artefakte hier plündern. Direkt in der Ecke. Wow. Wow. So, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Weil sonst hätte... sich der da oben das Ding gekümmert.
wenn er denn könnte. Aber anscheinend haben die wirklich bloß alle bloß noch die Hauptstadt. Aufrechte. Warum Aufrechte? Aber okay. Es heißt zwar aufrechte Zwerge, aber trotzdem würde ich mich nicht aufrechte nennen. Weil das kommt doch nicht gut. So, hier noch das Ding angegriffen. Nekromantenschule. So. Hier mal den willenlosen Zombie besiegt. Damit euch zwei noch den rachsüchtigen Geist. Na, den rachsüchtigen Geist habe ich gesagt. Level up, dann erhältst du jetzt auch mal die Vermeidung. Ja, du kannst ruhig da bleiben, ist mir egal. Die Huskale, die können wir ruhig verlieren. Sind mir nicht so wichtig. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen vom Gehöft. So, lala. Warum? Ja, langsam nervt's. Okay, Mütterchen Agnet, wenn du stirbst, dann bist du tot. Hey, die Huskarl haben überlebt. So, dann greifen wir jetzt mal die Dinger hier an. Wow. Mal wieder die Wiederherstellung von Artania angewandt. Weil wir es können. Weil wir es müssen, nicht weil wir es können. So, hier oben auch noch eine. Ein Siedlerhaus. Du kommst wieder nach Finance Monster. Ja, ja. Ja, ja, alles gut. Nun wird bezahlt. Du wachst hier mal und ihr kümmert euch hier mal weiter um. Du kommst mal hier in die Ecke und heilst dich dann. Leos des Himmels. So, mal schauen. Hier gibt's ein Drehmatur, das bald explodiert. Hier gibt's die Hauptstadt, die wir jetzt nicht aufdecken können, leider. Aber jetzt haben wir hier den rachsüchtigen Geist endlich tot. Hier die Blitzelementare. Ach, können wir mit dir noch angreifen? Tatsache. Also die Welt hier haben wir jetzt auch völlig... Ausdauer. Haben wir jetzt völlig leer geräumt. Außer hier das Einzielerhaus. Ist mir egal. Was ist das? Ein Skelettveteran interessiert uns nicht. Das Ding lassen wir jetzt auch mal hier links liegen. Wir sind zwar perfektionistisch, aber alles ausplündern müssen wir jetzt auch nicht. Hier willenloser Zombie angegriffen. So, wo gehen wir mit dir hin? Dahin Richtung Drehmerburg. Wenn keine Einheiten im Weg stehen würden. Du kommst jetzt mal darüber. Hier Frieden, hier okay, alles gut. Ah, bin ich müde. Das Ding ist tot, super. Okay. Jetzt können wir die elementare Wiedererweckung mal wieder Eure anwenden. Exzellenz, jemand bitte demütig und den fliegenden Liniengaleos wieder zum Leben erwecken. Älteste und hier mal aufräumen. So, Gebäude bauen, Totentor, ein Handwerkerviertel. So. Und in Korovallum eine Mannazucht. Das Dämonengehölz müssen wir zerstören, das haben wir ja schon gesehen. Den lassen wir einfach da liegen. Liegen besonders. Den lassen wir da stehen. So. Dann schauen wir mal hier weiter. Hallo, Schatten. Tschüss, Schatten. Lichs. Lichs. Was ist das? Ein Moostroll mit was? 200 Lebenspunkte. Nein, 400 Lebenspunkte. Halleluja. Das ist viel. Hallo Xaxero. Irgendwann muss ich wirklich noch die Meldungen ausschalten.
Weil das ist zwar ganz nett, immer zu sehen, was die anderen machen. Allerdings auf Dauer gesehen ist das schon ein bisschen nervig. So einen Meta-Teleport in Auftrag geben. Einen Meta-Teleport. Einen Meta-Teleport in Auftrag gegeben. So, ihr kommt mal da rein. Und der läuft da ganz gemütlich an allen Drehmann vorbei. Ja. Träger der Hellebarde. Ja, ist okay. Ist toll. Und ich muss mich immer noch an das neue Mikro gewöhnen. Weil jetzt bin ich wieder so. Ich habe mich wieder so nach hinten gelehnt. Weil ich das von früher eben so gewohnt war, dass das ja geht. Aber das geht ja nicht mehr. Weil das Mikro ist ja fest und nicht mehr beweglich und so. Also beweglich schon, aber das Ding ist halt auch sauschwer und ich kann das nicht die ganze Zeit. So, du bleibst jetzt mal hier gewacht. Rilly Neltian. Bedürft ihr unserer Dienste? Und jetzt noch Einheiten ziehen. Hier sind alle eigentlich aufgeheilt. Aber wir werden jetzt erstmal unseren Skelettkönig. Jetzt wollte ich da unten auf die Buttons klicken, aber die gibt es ja nicht. Okay, unseren Skelettkönig schicken wir jetzt mal hier hin. Und einen Meta-Teleport können wir noch anwenden. In Amperium holen wir mal einen goldenen Drachen und schicken ihn hier hin. Zack. Einen geben wir noch in Auftrag. Aber hier werden wir uns erstmal um die Schlangen kümmern und um die Kraken und um was weiß ich noch alles. Ich kümmere mich jetzt gar nicht mehr um die... Ein Höhlenbär. Okay. Einheiten... Wir treffen Einheiten, die ich bisher noch nie gesehen habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Gibt es hier noch was außer Kraken? Ich glaube nicht. So, hier mal um die Elementare gekümmert. Hier die Drehmerburg zerstört. Ich möchte gern noch einen Drehmeranker finden. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ja, ist okay. Und Tatsache, die machen das alles mit Verdorrung. Ha, 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 ha. So. Noch mehr Höhlenbären. Ganz schön viele Höhlenbären. Was ist das? Höllenkakerlaken? Hier ein goldener Drache. Okay. Nein, kein Nichtangriffspakt. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Weil so oder so werden wir früher oder später Krieg haben. Also, hier wird ein bisschen Gold gefunden. Hier kümmern wir uns um den Blitzelementar. Hier noch eine Runde ausgeheilt. So. Du wachst und du wachst. Du wachst alles ein. Hier Kolm Suskal werden wir auch mal wachen lassen. So, und hier jetzt mal Meta-Teleporte angewandt. Nämlich hier einen. Und du bräuchtest eigentlich noch eine Levitation, die wir gerade nicht machen können. Mütterchen Agnet hat ein Problem. Okay. Ich dich auch. Was auch immer er gerade gesagt hat. Timorium haben wir entdeckt. Beziehungsweise wir sind ja mit dem im Krieg. Wir könnten die Stadt einnehmen. Möchte ich aber nicht. Hier die Krake besiegt und noch eine Krake gefunden. Und hier Handwerkerviertel, da ist Krieg zwischen Drachenkönigin und Nicholas Frost. So, mal schauen. Mütterchen Agnet ist tot. Sag ich doch. Mütterchen Agnet ist tot. Und unsere... Was auch immer... Wie auch immer das Ding heißt... Ist auch ein bisschen in der Bredouille. So, das nützt uns jetzt nichts. Wir brauchen eine elementare Wiedererweckung.
wo auch immer die war. Ich glaube, die war da oben. Nein, die war da unten. Hä? Wenn es nicht oben war, dann war es unten. Elementare Wiedererdeckung. Wiedererweckung. So. Mütterchen Agnet. Und dann eine Levitation. Dann kannst du gleich da nach oben gehen, sobald du fliegen kannst. Und deine Gegenstände wieder suchen. Hier erstmal ein bisschen Fun. Hier Feuerelementar weg, sodass wir den endlich mal weg haben. Und um die Hauptstadt kümmere ich mich gar nicht. Warum denn auch? Einen Anker finden wir nicht. Warum sollten wir auch einen finden? Ist ja nicht wichtig, nein. So, ihr zwei müsst wieder ein bisschen warten. Okay. Hier nach unten. Elementarportal ausgeplündert. Bisschen Mana gefunden. Und Seeschlange. Das geplündert. Bisschen Gold. Das hier angegriffen. Hier Krieg. Hier Bauarbeiten abgeschlossen. Von der Mana-Zucht Zug beenden. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ja, ist okay. Ja, könntest du mal aufhören, bitte? Das Ding ist jetzt auch tot. Super. Hat uns gar nichts gebracht. Nein. Let us speak. We will not speak. No, we will not speak. Eure Getreu. Hämmer bereit. Da. So, Level up. Regeneration. Hier, was ist denn da? Ein Höhlenbär. Brauchen wir nicht. Huch. Wo kommt der schon wieder her? Eventuell aus der uralten Gruft hier oben. Könnte sein, ja. Hm. Tja. Galeus des Himmels. Galeus des Himmels, ist okay. Hier die Levitation angewandt. Und eine elementare Wiedererweckung. In Auftrag geben, weil mehr können wir nicht. Da hinkommen und erstmal Seeschlangen angegriffen. Level up. Geist, Leben, Elementar tot. Elementar tot. Gibt es hier noch einen Drema-Anker? Nein. Aber eine Drema-Burg. Jetzt nicht mehr. So. Hier mal die Seeschlangen besiegt. Und hier lassen wir den Kraken in Ruhe und kommen hier nach oben. So ganz langsam. So. Amberon der Finstere. Ein Mitglied des Großen Rats ist gefallen. Wurde besiegt. Einerseits ist das schön, andererseits gefällt mir das ganz und gar nicht. Weil ich glaube, es waren die Drehmer, die das gemacht haben. Okay. Zack und zack. Hier, nein. Level up. Silberschuppenrüstung. Was ist das? No, was steht da? No Icon Perk. Eine Drachenrüstung. Da machen wir mal No Icon Perk. Das gefällt mir. Zu Amberon den Finsteren. Ach so, nee, das ist gar nicht Amberon. Das ist König Lich. Amberon hat zerstört Meritithirn. Wo ist das? Meritithirn, die Stadt kenne ich doch von irgendwoher. Oder nicht? Nee, keine Ahnung. Woher auch immer ich die Stadt kenne, ich weiß es nicht. So, hier mal das Ding hier ausgeplündert. Bisschen Gold und Mana gefunden. Mütterchen Agnet kümmert sich um die Seeschlangen. Lichs. Du kommst jetzt mal nach Mortu. Ich habe keine Lust, dass die Stadt eingenommen wird. Segel setzen. So, hier ein Bandzauber. Wir wollten eigentlich... Was wollten wir denn? Eine elementare Wiedererweckung, den fliegenden Linien da los. Dann kommst du auch mal hier hoch.
zerstörte Städte. Amberon der Finstere hat zerstört mehrere die Tieren. Ja, das ist klar, haben wir ja schon gesehen. Zug beenden. Lauf, 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 lauf. So. Na? Die haben schon einen Halbkreis gebildet um uns herum. Okay. Bauen oder hauen? Bauen oder hauen? Da würde ich erstmal hauen, bevor du baust. Aber okay. Und Tatsache, der Bär kommt auf uns zu. Kann allerdings Mortu da nicht einnehmen, weil wir ja fliegen können und er nicht. Heiliger Boden. Entschuldigung. So. Lassen wir die Kraken alle Kraken sein. Ich möchte hier eigentlich noch gerne was finden. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Diese Folge. Hier noch das Ding zerstört. Und hier mal weiter Geister. Geister besiegt. So, ich glaube, wir machen noch eine Runde und dann machen wir Schluss für heute, auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Aber ich habe heute noch was vor und ich bin etwas in der Zeit im Mangel. Was ist das? Drehmer, Magier, Drehmer, Tuba. Drehmer, Magier gefallen mir nicht. Okay. Aber ich möchte gern einen Drehmer Anker finden und keine Drehmer Ture oder sonst irgendwas. Ja, ist gut. Älteste. Du kommst jetzt mal wieder hier unten hin, wirst ausheilen. Nein. Und wir den Großbären angegriffen. So, mal schauen. Nix. Außer ein paar fliegende Drehmer. Die haben wir gar nicht zerstören können. Schade. Aber euch besiegt man mal. Beziehungsweise dich. So. Wir schauen mal weiter, was sich hier noch alles Schönes befindet. Anscheinend mal wieder nix. Wie immer. Okay, hier ein Feld hochgezogen. Das Ding zerstört. Hier Seeschlange angegriffen. Und hier mal wieder auf die Geister gegangen. Eine Runde noch, eine Runde noch. Das ist ja wie bei Civilization. Eine Runde noch. Bloß noch eine Runde. Ja. Ist gut. So, rachsüchtiger Geist. Den haben wir jetzt besiegt. Oder eben nicht. Aber wir haben noch einen. Und das gefällt mir nicht. Darum werden wir mal Armageddon. Nein. Die Einäscherung werden wir mal hier anwenden. Mal schauen, wie viel Schaden wir damit machen. 30 immerhin. Und nochmal. Sodass sie nicht mehr so viel Schaden machen. An unseren Einheiten. Aber okay. Hier gerastet. Hier weitergeschaut. Okay. Nix. Gibt's hier was? Nein. Und hier dann. Jetzt mal das Dämonengehülz. Weil die Aufgabe haben wir ja immer noch. So. Mal schauen, gibt's hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Was ist das? Das ist ja das Drehmotor. Aber hier haben wir noch ein Portal. Haben wir da schon reingeschaut? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, das Ding fängt hier an zu pulsieren. Das interessiert uns nicht. Und du ziehst... Na, du ziehst ja nicht weiter. So. Aber, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als sonst, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben mal wieder viel aufgedeckt. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, habe ich schon gesagt. Wie immer gilt, grüßli, euer Mr. Kurzi.